zum Parkfest 2012! Yeah! Mein Name ist Leonie Motzkachel, ich habe die große Ehre, durchs Programm zu führen. Und genau dieses Programm will ich euch kurz mal erzählen. Ihr hattet jetzt eben schon die letzte Stunde Musik von den Plattentellern mit Christy. Dann haben wir jetzt gleich um 17 Uhr, also vor 5 Minuten, die offizielle Eröffnung mit dem regierenden Bürgermeister. Um 18.30 Uhr haben wir dann mit Blues und Rock Harry Colin and White Spirit 1945. Auch dieses Jahr wieder mit dabei mit fetzigem Schlager Die Cousinen. Und 2045 wieder für euch DJ Bürger P. Auch dieses Jahr ist das Parkfest natürlich nur mit Hilfe vieler Sponsoren ermöglicht worden. Das sind dieses Jahr die Berlin Apotheke, Schall und Rauch in der Gleimstraße, die Große Freiheit Friedrichshain, das Kurhaus Kosakow, Kaffeebar Himmelreich, Baron Catering, Stadtprojekt.com, der Bezirksstadtrat Knut Mildner-Spindler, Bundestagsabgeordneter Hans-Christian Ströbele und natürlich danken wir von ganzem Herzen, weil sonst hätten wir ja gar keinen Ort dafür, dem Freilichtkino Friedrichshain. Dann kommen wir jetzt also zum offiziellen Teil, zur offiziellen Eröffnung. Dazu bitte ich jetzt auf die Bühne. Sind Sie denn schon da? Moment. Sind ihr da? Seid ihr alle da? Seid alle da? Okay, wunderbar. Bitte ich auf die Bühne den Bezirksbürgermeister von Friedrichshain-Kreuzberg, Dr. Franz Schulz, stellvertretender Kreisvorsitzender der Arbeiterwohlfahrt Spreewuhle e.V., Christian Meyer-Dirks, den, das hab ich, das bist du doch. Du bist das ja. Und der Kreisvorsitzende von der AWO, Robert Schmidt. Hier und eure spontanen Aktionen. Und natürlich der regierende Bürgermeister von Berlin. Einen großen Applaus für Klaus Wunderreit. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Besucherinnen und Besucher, herzlich willkommen zum 15. lesbisch-schwulen Parkfest. Es ist ja eigentlich das Einzige, was wir im Ostteil haben, aber ich glaube, es ist das Schönste und das ist das Aufregendste und das noch in dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, den ich nicht nur als Lokalpatriot, als den tolerantesten, multikulturellsten und besten Bezirk Berlins bezeichne. Herzlich willkommen. Und ich glaube, dass wir an dieser Stelle, naja, warten Sie mal mit dem Applaus. Ich glaube, dass wir den Applaus tatsächlich den Mitgliedern und Menschen geben sollten, die in den letzten Wochen und Monaten wahnsinnig geschwitzt haben und geackert haben. Nämlich allen von dem Team, die dieses Fest organisiert haben. Und die, glaube ich, haben wirklich einen riesigen Applaus verdient von euch. Ich glaube, dass hinsichtlich lesbisch-schwulen Lebensweisen Gleichstellung in den letzten 10 Jahren eine ganze Menge auf rechtlicher Ebene passiert ist. Und dieses Thema Adoptionsrecht und Einkommensrecht mit dem Ehegattensplitting, von dem ich eh glaube, dass man es insgesamt abschaffen sollte, das wird glaube ich, in der nächsten Zeit sich erledigen. Aber was mir Sorgen macht, nicht nur hier im Bezirk, sondern auch in den Innenstädten von Berlin, das sind die hohe Zahl von Übergriffen mit homophobem Hintergrund. Und ich glaube, deswegen ist dieses Fest auch wichtig. Und es ist wichtig, dass ihr hierher kommt, zu zeigen, dass diese Lebensweise ihren Platz in der Stadt hat. Und wir haben gerade heute und morgen Aktionen von Pro Deutschland. Und Pro Deutschland ist auch eine Gruppe, die nicht glaubt, dass lesbisch-schwule Lebensweise selbstverständlich und normal sind. Und diese wird morgen eine Aktion auch in Kreuzberg machen.
vor dem ehemaligen Rathaus Kreuzberg in der Yorkstraße 4 bis 11. Und da könnt ihr auch etwas tun, nicht nur feiern, sondern morgen um 10 Uhr Yorkstraße 4 bis 11 und zu demonstrieren gegen Pro Deutschland, dass wir ihnen nicht kampflos die Straße überlassen. Ich hoffe, dass viele von Ihnen kommen werden und wir Ihnen ordentlich was entgegensetzen. Und Stadt Braun, vielen Dank. Sehr geehrter Herr Schulz, lieber Klaus, lieber Robert, liebe Freundinnen und Freunde des lesbisch-schwulen Parkfestes. Wir haben wieder ein Jahr lang alles getan, um dieses Fest zu tun. Und deswegen möchte ich mich an allererster Stelle bei meinen Mitstreitern bedanken. Bei Robert, bei Manuel, bei Julia, bei Micha, bei Andreas, bei Jens und allen anderen, die immer dafür Sorge tragen, dass dieses lesbisch-schwule Parkfest überhaupt möglich ist. Wie jedes Jahr war alles wieder etwas chaotisch, aber ich sehe die Menschen hier und die Stände sind besetzt und das freut mich einfach. Das ist das, wofür das Parkfest da sein soll. Und was uns ganz wichtig ist, wir wollen auch dieses Parkfest im nächsten Jahr wieder veranstalten als ein Fest umsonst und draußen ein Fest für alle. Und damit dieses geschehen kann, möchte ich euch alle bitten, soweit ihr das möglich habt, wenigstens 50 Cent in unsere Abo-Spendenbox zu packen und damit wir dann auch wieder nächstes Jahr hier feiern können. Weil wir müssen weiter feiern. Solange keine 500 Meter von hier Menschen noch als schwule Sau, dumme Lesbe oder Ähnliches bezeichnet werden, solange muss dieses Parkfest stattfinden und solange wird dieses Parkfest stattfinden. Ich denke, die Arbeiterwohlfahrtsspree Wuhle tut damit der Aufgabe eines Wohlfahrtsverbandes, sich sozial zu engagieren, richtige Arbeit. Ich hoffe, dass auch der Bezirk weiterhin uns dieses Fest ermöglicht, denn ohne diesen Bezirk wäre dieses Fest gar nicht entstanden. Ich danke deshalb nochmal dem Unterausschuss für Gleichstellungsfragen der BVV Friedrichshain von 1998, die dieses Fest ins Leben gerufen hat. Damit möchte ich enden. Ich bedanke mich bei allen Sponsoren, bei allen Ständen, bei allen Initiativen, bei allen Künstlern, bei allen DJs und allen, die hier sind und hoffe, dass wir uns nächstes Jahr bei genauso schönem Wetter wiedersehen. Ja, lieber Bezirksbürgermeister, lieber Christian, lieber Robert, liebe Freundinnen und Freunde, recht herzlich willkommen zum lesbisch-schwulen Parkfest hier in Friedrichshain. Ich möchte mich anschließen den Danksagungen, die der Bezirksbürgermeister schon gemacht hat, an die Organisatoren, hauptsächlich an die Arbeiterwohlfahrt Friedrichshain-Kreuzberg. Spree-Buhle, aber der Kreisverband steht dahinter, deshalb ist der Kreisvorsitzende auch da. Und auch Spree-Buhle, wie grenzt die sich ab? Erklär uns das hier. Also die Spree-Buhle ist die Arbeiterwohlfahrt Friedrichshain-Kreuzberg, die seit Januar fusioniert ist mit der AWO Marzahn-Hellersdorf. Na, und das heißt, Spree-Buhle, hat das einer verstanden jetzt? Wunderbar. Fusion. Aber es ging hier von Friedrichshain aus und deshalb ein ganz großes Dankeschön an all diejenigen, die das machen. Es ist in der Tat eine lange Vorbereitungszeit und das, was für uns als Gäste hier so selbstverständlich aussieht, ist harte Arbeit und das natürlich noch bei diesen Temperaturen. Also deshalb allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern einen sehr großen Dank und einen Riesenapplaus von euch bitte. Es ist natürlich in erster Linie ein Fest, die Leute sollen sich amüsieren, sie sollen etwas trinken, sie sollen etwas essen, tolle Musik und kulturelle Darbietungen genießen, miteinander kommunizieren, aber es ist eben auch in der Tat immer noch ein besonderes Fest. Und das wird deutlich durch die vielen Organisationen, die sich hier präsentieren und das sind Organisationen, die das ganze Jahr über etwas tun für Gleichberechtigung, für Gleichstellung, für den Kampf gegen Diskriminierung, gegen Homophobie und die konkrete Hilfe
Menschen geben, die diese Hilfe brauchen. Und die sind heute hier vertreten und Sie geben Ihr Informationsmaterial weiter. Sie können sich dort beraten lassen. Ein ganz großes Dankeschön auch an den vielen Organisationen, die hierher gekommen sind. Das ist auch Ihre Freizeit und die würden heute vielleicht auch etwas anderes machen mit Ihren Freundinnen und Freunden. Aber Sie kommen hierher, um ein Zeichen zu setzen und das tun Sie das ganze Jahr über. Ein großes Dankeschön. Und in der Tat, vieles ist erreicht worden. Wir berichten ja jedes Jahr darüber und viele Diskussionen sind da geführt worden. Aber etwas kann man nicht anordnen. Das ist eine Haltung, eine Geisteshaltung einer Gesellschaft, eine Menschlichkeit einer Gesellschaft. Und die muss gelebt werden, die muss tagtäglich gelebt werden. Gesetze sind das eine, da muss man für die Einhaltung sorgen. Man muss da, wo Gesetze falsch sind, sie verändern. Aber man muss vor allen Dingen auch selber in seinem täglichen Leben eine Haltung beweisen. Und das bedeutet, da braucht man keine Ideologie, da braucht man nicht in unterschiedlichen Parteien oder Organisationen sein. Da muss man nur mal den Verstand anschalten und das Herz mal sprechen lassen. Das bedeutet, Mitmenschlichkeit, den Menschen zu akzeptieren, so wie er ist, in seiner Unterschiedlichkeit. Wenn wir uns hier umschauen, sind so viele unterschiedliche Menschen. Aber sie kommen gemeinsam hierher und sie haben alle Anstand und Respekt und Akzeptanz verdient. Und dafür kämpfen wir in unserer Gesellschaft tagtäglich, jede Minute in unserem Leben, liebe Freundinnen und Freunde. Das muss in Berlin, das muss in Deutschland passieren und das muss natürlich auf der ganzen Welt passieren. Und das, was für uns zum größten Teil schon wieder Realität und Selbstverständlichkeit geworden ist, ist leider in anderen Ländern nicht selbstverständlich. Da sind sehr viele Menschen bedroht und haben Angst um ihr Leben, werden eingesperrt, nur weil sie anders sind, weil sie gleichgeschlechtlich sind oder weil sie eine andere politische Meinung haben. Und ich glaube, dass auch vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse in Russland heute auch von diesem Fest eine Solidaritätsadresse ausgehen sollte an Pussy Riot, die unverhältnismäßig verurteilt worden ist. Und wir wissen, dass es andere Diskriminierungen gibt, Unfreiheiten. Und dies muss ein Ende haben. Und deshalb gilt unsere Solidarität den Menschen, die dafür kämpfen, dass der Demokratisierungsprozess in Russland vorangeht. Und deshalb ein Gruß und die Hoffnung, dass auch das, was die orthodoxe Kirche jetzt gesagt hat, dazu führt, dass sie sehr schnell begnadigt werden und eben nicht in dieses Arbeitslager da müssen, sondern dass sie freikommen. Das ist unser Wunsch und unsere Adresse an die Welt, hier in Solidarität dies mit zu unterstützen. Ich wünsche dem Fest natürlich viel Spaß, morgen noch bessere Temperaturen, die werden dann kommen. Aber ich bin sicher, dass alle ihren Spaß haben werden und wie gesagt, es soll auch Freude machen, neben allen ernsten Dingen, die heute hier besprochen worden sind. Alles Gute, alles Liebe und ja, spätestens im nächsten Jahr. Schönen Dank. Ja, da kann ich nur noch zu sagen, möchte ich mich den Worten von Christian anschließen, damit wir auch nächstes Jahr hier wieder kraftvoll feiern können, macht euch doch die Mühe, das tut keinem weh. Oben am AWO-Stand gibt es eine kleine Spendendose, vielleicht drückt ihr eine kleine Münze rein oder vielleicht auch einen Schein oder ihr lasst euch von der AWO einfach mal einen Prospekt geben, da ist auch garantiert eine Spendenadresse hinten drauf. Oder falls ihr nächstes Jahr vielleicht als freiwilliger Helfer dabei sein wollt, mithelfen wollt, mitgestalten wollt, dann lasst eure E-Mail-Adresse da oder eure Telefonnummer. Jetzt für euch erstmal hier weiter Musik vom Plattenteller mit Bürger P, Christi und Monique und dann um 18:30 Uhr geht's los mit der ersten Band Harry Colin. Bis dahin, viel Spaß!